Hallo liebe Angelfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Heute gibt es eine Action-Cam für euch und zwar die Akaso Brave 7 LE Launch Edition. Ist ziemlich neu auf dem Markt. Den Hersteller gibt es wohl schon länger. Ich habe bei Amazon noch andere Kameras gefunden von diesem Hersteller. Das scheint die neueste zu sein. Ich habe diese Kamera mit meiner GoPro 5 verglichen, denn GoPro ist ja sozusagen der Marktführer der Action-Cams und geguckt, ob auch dieses Ding halten kann, was es verspricht. Ich zeige euch das schöne Stückchen mal. Erstmal habt ihr hier ein Unterwassergehäuse dabei, aber die Kamera ist auch ohne dieses Gehäuse spritzwassergeschützt und vor jedem Regenguss sicher. Das heißt, ihr könnt die natürlich auch so verwenden. Das Schöne direkt, unten gibt es einen Anschluss für ein Stativ. Bei der GoPro müsst ihr ja dieses Plastikcaser noch drum machen und könnt es dann anschließen. Das gefällt mir sehr gut. Das Zweite, was mir sehr gut gefällt, ich mache die Kamera mal an. Ihr habt erstmal hier hinten einen Bildschirm, wo ihr schön sehen könnt, was ihr aufnehmt. Und das Zweite, wenn ihr lange auf das M drückt, dann schaltet sich hier vorne der Bildschirm ein. Hier vorne habt ihr einen vollwertigen kleinen Bildschirm, der aber ausreichend groß ist, um schöne Selfie-Aufnahmen zu machen. Ich sehe mich da jetzt selber. Bei den Bildformaten habe ich alle mal durchprobiert. Fängt natürlich bei 720p irgendwo an. 1080p ist das, was ich normalerweise filme mit 60 FPS. Das macht schon eine relativ gute Aufnahme. Die 4K-Aufnahme mit nur 30 FPS. Bei meiner GoPro 5 gehen aber auch nicht mehr als 30 FPS. Das sind die Frames per Second. Das heißt, wie viele Bilder pro Sekunde die Kamera aufnimmt. Wichtig zum Beispiel, wenn ihr Zeitlupen machen wollt, wirklich extreme Zeitlupen, dann braucht ihr möglichst viele Bilder pro Sekunde. Sonst wird es irgendwann ruckelig. Ich habe mit dieser Kamera im 4K-Format gefilmt, 4K 30 und muss sagen, das Bild ist wirklich gut, scharf und für den Preis voll in Ordnung. Das heißt, wer eine Kamera sucht für den Privatgebrauch, um sich mal ein bisschen aufzunehmen beim Angeln oder sonst wo, man könnte sich zum Beispiel so ein Brustgeschirr oder auch so einen Stirnband holen und die Kamera mit ans Wasser nehmen. Viel Zubehör ist dabei, zum Beispiel auch Teile, wo ihr die Kamera irgendwo an die Bootsreling schrauben könnt. Dann natürlich zig Adapter, die auch auf die GoPro-Zubehörteile passen. Das heißt auf den Brustgurt und auf das Stirnband. Das habe ich ausprobiert. Die Kamera kostet so um die 100 Euro, das heißt ein Drittel von der GoPro. Dazu bekommt ihr eine relativ hochwertige Kamera, die sich auch wertig anfühlt. Die ist jetzt nicht plastikleicht. Das Gehäuse hat schöne runde Kanten, sieht also relativ modern aus. Dann vorne der Frontbildschirm. Die Formate sind ungefähr so wie bei meiner GoPro 5. Das Bild ist vergleichbar. Alles in allem würde ich sagen, wer für den Privatgebrauch eine kleine Action-Cam braucht, die vieles mitmacht und auch mal den ein oder anderen Regenschauer ab kann, der kann sich diese Akaso Brave 7 LE hier gerne zulegen und wird sicherlich nicht enttäuscht werden. Im Menü habe ich mir natürlich einiges angeguckt, was geht. Ich bin ja bei Big Fish Media sozusagen der die neuen Geräte, die Technik und sonst was alles begutachtet, aussucht, neue Kameras, weil sowas macht mir Spaß, das hat mir früher schon Spaß gemacht. Das Menü hier ist sehr einfach gehalten, ihr habt so ein Zahnrädchen, da kommt ihr in das Menü rein und dann kann man hier die Videogröße, Tonaufnahme, Videoqualität, Belichtungskorrektur, Datumstempel könnt ihr noch drauf machen. Dann könnt ihr natürlich die Karte formatieren. Ich habe hier eine 128 GB Karte drin. Und mit dieser Karte könnte ich 5 Stunden 22 in 4K 30. Zwei Akkus sind noch dabei. Das heißt, auch bei längeren Angeltouren könnt ihr die Akkus wechseln. Das Ladegerät der Akkus lässt sich auch an USB, also an so eine Powerbank anschließen. Das heißt, ihr könnt die Akkus auch unterwegs laden. Das Bild hier hinten drauf ist gestochen, scharf und schön farbig. Was die Kamera jetzt genau kann, das werde ich dann im Praxis-Härtetest noch herausfinden. Ich werde die Kamera mal ein bisschen benutzen. Ich blende euch jetzt auch mal ein Bild von der Kamera ein, hier in die Gegend. Ich mache das mal hier live direkt. Moment, Kamera wieder an. Und dann nehme ich mal hier was auf. Aufnahme läuft. Mache ich mal so einen schönen Schwenk hier in die Natur. Was ich noch witzig finde, bei dem ganzen Zubehör, was dabei ist, zum Beispiel hier, wie ihr auch von einem GoPro-Zubehör kennt, hier kann man die Kamera auf irgendeinen Stab oder eine Reling schrauben oder sonst wo. Ein Stativadapter ist auch dabei, damit ihr an den Stativ schrauben könnt. Zusätzlich aber gibt es sowas wie eine Uhr hier. Quasi eine Fernbedienung am Armband. Das könnt ihr euch hier um den Arm machen, entweder Foto- oder Videoaufnahme starten mit diesem Teil.
Das hätte ich zum Beispiel beim Kajakangeln super gebrauchen können. Die Kamera vorne drauf und immer wenn ich die Kamera, entweder die Kamera läuft die ganze Zeit, frisst natürlich Akku und Speicherplatz, oder aber jedes Mal, wenn ich einen Fisch habe oder am besten schon beim Biss, drücke ich hier auf das Ding, zack, die Kamera läuft, nimmt mich auf. Also das ist wirklich eine super Sache, finde ich toll. Mit dem zusätzlichen Unterwassergehäuse könnt ihr die natürlich auch für Tiefunterwasser benutzen, aber beim Angeln habt ihr ein bisschen Regen, ein bisschen Spritzwasser, da geht das so. Dazu dann diese praktische Armband-Fernbedienung, die man sich wie eine Uhr hier anlegen kann und die Filmaufnahme einfach mit einem Klick starten kann. Das Aufnahmeformat ist vollkommen in Ordnung, bis 4K 30 FPS oder halt 1080p, also Full HD mit ein bisschen mehr Bildern pro Sekunde. Da könnt ihr euch was aussuchen, was passt. Und wie natürlich euer Speicherplatz ist, 4K braucht auf die Dauer sehr viel Speicherplatz. Wenn ihr da private Aufnahmen speichert, dann braucht ihr schon mehrere externe Festplatten, um das Zeug irgendwann zu sortieren. Deswegen 1080p, 60 Frames per Second ist für den Privatgebrauch meiner Meinung nach vollkommen ausreichend. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Für 100 €, das ist ein Drittel der GoPro ungefähr vom Preis her, habt ihr auf jeden Fall eine schöne Kamera. Der Gewinner des letzten Unboxings, den Stuhl, den der Gregor vorgestellt hat, den blende ich jetzt hier unten ein. Bitte eine E-Mail mit einem Screenshot deines Accounts an bigfishmedia@web.de und dann natürlich viel Spaß mit dem Stuhl, viel Spaß am Wasser. Dem Rest von euch viel Spaß und tolle Stunden am Wasser. Tolle kleine Kamera, werde ich noch ein bisschen was testen und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Christian.